Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zur neuen Aufnahmerunde und jetzt geht's weiter mit Dead Rising. So, dann lass mal gucken. Hoffentlich kommst du schnell rein. Weil es geht direkt schon los. Ja. Bei mir lädt er noch, ne? Ja, aber ich muss schon mal los, Schatz. No, Schatz. Dann wollen wir mal. Los, Mann, Beeilung! Was, alle kaputt? Ich versuch. Ich muss dann auch erstmal Waffen finden. Ach Mensch, fängt schon gut an ohne Waffen. Ach du Schande, erstmal wurde hier die Steuerung. Ne? Okay, jetzt muss ich erstmal Waffen finden. Bist schon da? Ja. Okay, 150 Meter. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir schnell dahin kommen. Oh, hier. Kann man hier die Waffen? Taxi. Nee, Taxi. Guck mal hier. Ja, ich weiß. Hier, Taxi. Taxi? Scheiße. Ja. Du musst dann wieder mich leiten. Hä? So, warte. Der Typ muss einsteigen. Mein Gott, steig ein, du Penner! Sonst lassen wir dich einfach hier! Fängt schon wieder gut an! Ist er jetzt drin? Ja. Geradeaus einfach. Oh, fuck. Ich muss erst mal klarkommen. Gehen wir, er darf nicht gewinnen! Hier, ne? Echt? Hier ist das. Stopp, stopp, stopp. Ist das schon? Wo sind die Scheiße? Hier. Okay. So 800 Meter wieder. Komm, steig ein, du Arsch. Rechts. Links. Warte, warte, ich muss halt mal durch die Zombie-Masse. Nicht schon. Raus, 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 raus. Mein Fehler. Ich würde sagen, dass wir denn hier erstmal schnell zu Fuß hier die Brücke hochgehen, wa? Ja. Ah, hier ist auch gleich Taxe. Taxe! Keine Kratzer im Lack! Junge, komm doch schneller! Ich hab doch keine Zeit! Das Auto, ey. So, ja, rechts irgendwo dann hoch, ne? Jetzt rechts? Ja. Und dann halt, wenn du oben bist, links lang. Einfach die Brücke jetzt wieder folgen. Meine Augen kommen da nicht hinterher, glaubst du es? Hey. Hier runter, rechts? Weiter geradeaus, rechts, ja, genau. Ach du Schande. Mach dich bereit, gleich eventuell wieder auszusteigen. Ja. Hier kommt keiner rein. Jo. Raus. Ihr Auto direkt.
Ja, ich hab hier gerade erst noch zu tun. Weg ein, du Arsch. Oh, der Typ, ne? Und go. Geh weg. Rechts halten. Ich gehörte nie zu den Böden. Dann wieder rechts. Wieder. Dann links gleich. Oh. Dann rechts, Alter. Ja. Boah, hier Massen, wa? Ey. Demonstrieren die hier, oder was? Auto so enorm, ja. Ja, ja. Die demonstrieren, glaube ich. Rechts? Ja. Siehst du schon das Ziel? Ja, manchmal ist das mit der Kamera so scheiße. So, bin draußen. So, wo kommen denn die scheiß Drohnen? Die kommen! Folge dem Hemlock. Hier ist Auto, hier, bei mir gleich. Ja, ich muss erstmal Waffen. Ich bin unterwegs. Weg hier, ihr Zombies. Da geradeaus links irgendwo. Ist auf jeden Fall nicht weit. Links halten wieder. Hier links langkommen. Oh, geht weg. Ja, sind hier, stopp. Da springt die einfach raus. Ja. Da, wieder. Die sind schon da, die Dinger. Die machen. Gibt's denn noch wieder Waffen? Hier. Was? Hier gibt's wieder Waffen. Oh, jetzt müssen wir gleich wieder. Ich brauch was zu essen eher. Ja, ich eigentlich auch, ne? Runter, verdammt! Fuck, ey. Ah, hier ist Essen. Fuck. Okay. Ich schwör soweit. Ach, fuck, Mann. Du bist auch noch fix. Ach, meine Güte. So, jetzt. Zeig doch ein, Mann. So, jetzt müssen wir zurück. Oh, die Kamera. Obwohl, du kannst auch geradeaus fahren. Geradeaus. Und dann links. Runter, Arschgesicht! Halt dich bereit gleich wieder wegen Auto. Zeit für was? Jo. Bin draußen. Wir brauchen ein Auto. Hier, ja, Taxi. Geil, was natürlich so ein Polizeiwagen, weißt du? Ja. Aber was soll man? Taxi. Wieder links? Also weiter links? Ja. Geradeaus und dann wieder links am Ende. Bum, bum, bum. Fahr sie platt. Ich versuch's. Einfach geradeaus und dann rechts. Hier sieht man ja noch nicht mal mehr, wo die Straße links und rechts abgeht. Und einfach nur geradeaus. Ja, nee.
kommen wir hier nicht, hier wirklich. Dann bin ich rausgerollt. Hier war das irgendwo, drüber. Ja, rechts, genau. Rein, Junge, rein. Vorne steht gleich ein Auto. Nicht schon wieder! Wir müssen dann hinter dir dann lang. Also hier, ja, geradeaus, genau. Aber da kommen wir nicht lang, oder? Hier? Nee, hinter dir. Lass laufen, lass laufen. Wo lang jetzt? Laufen. Was? Laufen! Oh, die Dinger sind schon unten. Das ist dein letzter Tanz, Arschloch. Ach, Junge. Oh, nicht jetzt. Also viele sind schon kaputt. Ich sehe gerade keine mehr. Siehst du noch? Die kommen. Haben wir was? Haben wir es jetzt wirklich geschafft? Haben wir. Ich muss da hoch! Nick! Die Maske? Lass meine Maske in Ruhe! Und das soll eine Elite-Einheit sein! Was zum Teufel ist mit euch los? Gute Frage. Fliegt das verdammte Flugzeug! Ich zeig dir, wie das geht, Junge! Ach du Scheiße. So, Drecksack. Ich will das auch haben. Was ist der hart? Scheiße, geh weg. Gott verdammt! Aua! Hat ein Zombie angefressen. Lass mich in Ruhe, Zombie! Ich bin ja auch schon Steine geklettert, da kommen sie an dir nicht ran. Verdammt! Alter, was ist los? Der schießt ja gar nicht, oder was? Ne, der kommt doch nicht dazu. Nein! Wow! Okay, er hat wohl geschossen. Hier gibt's hier keine Waffen. Alter! Ich zerschredder dich! Damit kommen sie nicht durch! Alter, lass mich doch erstmal. Oh. Au, du Schrappatten. Oh. Aua. Ich hab echt die Schnauze voll. Au. Der haut aber Kellen, du. Hotdog. Aua. Ich werde dich zerquetschen. Das glaube ich nicht. Aua. Aber der Propeller tut gut. Au. Ich hätte ja noch einen Balken.
echt die Schnauze. Scheiß. Hör so auf damit. Aber warum? Warum haut er mich so feste? Au! Was ist mit der Kamera? Scheiß Wrestler! Auch was zu essen? Hüllen! Oh oh. Hab ich getroffen? Ihre Freundin Marion hatte recht. Ich bin die Heilung. Dank Carlito bin ich immun. Du glaubst, du hast auf alles eine Antwort, was? Du weißt gar nichts. Zumindest weiß ich eines. Das hier ist unheilbar. Leck mich! Oh. Mir geht's gut, Annie. Wir sind unterwegs, okay? Dad und ich. Dann holen wir Isabella ab. Sie ist zum Labor zurück und sucht etwas. Ich hatte Angst, Nick. Angst, dich zu verlieren. Keine Sorge. Das wirst du nicht. Genau so sieht's aus. Wir haben das Heilmittel trotzdem gekriegt. Ja. Sind nur ein, zwei Menschen draufgegangen, stand da. Passiert. Fortfahren. Du hast Ende S erreicht. Okay. Getötete Zombies, 17.000, bla bla bla. Hui. Oh, Errungenschaft, volles Programm. Oh, jetzt kommt Abspann. Hier will mich aber einer angrabbeln. Der Haus hauen kaputt. Nee, die können mich irgendwie nicht antatschen. So, aber an dieser Stelle ist noch lange nicht vorbei mit Dead Rising. Nee. Wir werden jetzt gleich auf jeden Fall noch ein bisschen was leveln und gucken, dass wir noch ein paar Errungenschaften und so kriegen, wa? Genau, und diese ganzen Sammelobjekte wie Leichen oder die Lautsprecher kaputt machen, Baupläne. Ja. Und wir werden dann auch versuchen, ja, so viele modifizierten Waffen herzustellen, wie wir können. Noch, oder? Ja, müssen wir mal gucken, was wir da noch so alles brauchen, wa? Genau. Bei vielen Errungenschaften haben wir ja nicht gekriegt. Ich habe jetzt nur eine bekommen, und zwar volles Programm. Ja, die habe ich auch bekommen jetzt gerade. Also ich habe insgesamt 27... Oh, was? 88? Ja, deshalb ja, so viel haben wir noch nicht gekriegt. Fuck. So, ich würde jetzt auch sagen, dass wir den schönen Bildschirm hier mit den ganzen Mitmenschen, die das schöne Spiel jetzt gemacht haben, unterbrechen und weitermachen, wa? Ja, weil das haben wir uns ja eigentlich schon angesehen. Ja, glaube ich schon. Das Ende wäre das Ende. Oh, es geht Video. Auslösen, um
den Immunen zu finden, ergibt keinen Sinn. Damit töten sie Tausende, auch die Weise. Nein, nein. Das ist der einzige Weg, Marion. Er ist da draußen irgendwo. Die Opfer sind belanglos verglichen mit dem Heilmittel. Deshalb bin ich freiwillig geblieben und habe weiter mit ihnen zusammengearbeitet. Für das Heilmittel. Bei einem Ausbruch würde die Weise die Immunität entdecken und sich zeigen. Und ihrem Freund Hemlock käme das sicher auch gelegen. Ach, sie waren schon immer neidisch auf meine Arbeit. Sie suchen verzweifelt nach Erfolg. Wollen sie wieder laufen? Hoffen sie auf Heilung? Ruhe! Seien sie froh, dass sie ihre Beine noch haben. Hätte mich keiner gestoppt. Ich werde als Erfinderin des Heilmittels in die Geschichte eingehen. Ich. Nur ich allein, nicht sie. Mir ist egal, was ich dafür tun muss. Wofür das alles? Wegen des Geldes? Das Geld ist mir scheißegal. Ich zahle für die Fehler meines Bruders und stelle den Namen meiner Familie wieder her. Eine Heldin für jetzt und für immer. Nicht dieser Frank West, nicht dieser Chuck Green. Er hat mich einst zurückgelassen. Sie werden neben mir verblassen. Ich finde das Heilmittel. Und niemand erfährt vom Massenmord? Interessant. Ich glaube, so langsam fange ich an, sie zu mögen. Ja. Immer das Gleiche mit denen, ne? Ja, echt, ne? Und immer irgendwas haben. Geld, Macht, Ruhm und so weiter. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ja, ich glaube, das wollen die mit Zombies nicht. Aber das war ein neues Video, ne? Oder war das jetzt wieder der Anfang? Nee, es war ein neues. Ja, ne? Weil das kannte ich jetzt gerade mal. Ja, weil die Dove kannte da, nicht die im Rollstuhl, sondern die andere. Ja. Hat man ja gesehen, dass die ja doch ein ganz schön, dass sie halt was damit zu tun hat. So, wir sind wieder im Menü. Ja. Was? Neues Spiel? Was? Albtraummodus? Unerzählte Geschichten? Wie? Warum neues Spiel? Erlebe ein brutales und wildes Dead Rising im Albtraum des Souls viel weniger Zeit. Also, okay. Kannst du nicht auf fortfahren? Nee. Bei Story-Modus müssen wir wieder neu anfangen. Obwohl, ne, Kapitelauswahl kann ich schon machen, ne? Ich kann, wenn du fortfährst, lädst du das letzte gespeicherte Spiel bei mir. Ja, also wenn ich jetzt hier bin, auf fortfahren, kann ich nichts machen. Weil hier steht nur neues Spiel, kann ich anwählen und Kapitelauswahl. Geh ich mal auf Kapitelauswahl, ne? Ja, bei diesem Spielstand kannst du dich mit Spielern zusammentun, die so viel wie möglich vom Spiel erforschen und erfahren, Erfolge freischalten und den. Also ich könnte jetzt auf Kapitelauswahl gehen und Abschlussmeister. Ja, denn mach Kapitel auswählen oder so. Jo. Wo fangen, welches Kapitel nehmen wir? Na, ist doch eigentlich egal, oder? Ich nix weiß jetzt. Schnelldurchlauf, bei diesem Spielstand kannst du dich mit Spielen zusammentun, die die Hauptstory-Mission des Spiels so schnell wie möglich abschließen wollen. Freizeitspieler, bei diesem Spielstand kannst du dich mit Spielern zusammentun, die eher Gelegenheitsspieler sind, Spaß haben wollen und dabei das Spiel erlernen möchten. Vollgas, bei diesem Spielstand kannst du dich mit Spielern zusammentun, die eher erfahren und gut sind und sich mit anderen Spielern auf demselben Niveau zusammentun möchten. Ja. Versteckt der. Ich kann auf fortfahren klicken, ne? Ja, ich nicht.
Warte, soll ich mal und du versuchst? Nee, das würde ich nicht machen, glaube ich. Weil nachher überschreibt er da was. Ich wähle jetzt einfach mal Kapitel 5 aus. Willst du deine Story-Fortschritt wirklich zurücksetzen? Nein. Hä? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Unerzählte Geschichten, Episode, die ich, was? Spiele die unerzählten Geschichten anderer Bürger von Los Perdidos Tour. Och, hier gibt's noch unerzählte Geschichten, 4 Episoden. Okay. In einer Erweiterung. Die Sache ist natürlich, wenn wir jetzt zurücksetzen, nicht denn das. Nicht ist wahrscheinlich alles wieder weg. Wir haben zwar, keine Ahnung. Wähle diese Option für ein Einzelspieler-Spielerlebnis. Andere Spieler können deiner Spielsitzung nicht beitreten. Nee, das will ich ja nicht. Ja. Albtraummodus. Erlebe ein brutales und wildes Dead Rising und Albtraummodus. Du hast viel weniger Zeit, um aus. Okay, achso. Das ist jetzt die Frage, wie machen wir das am besten? Soll ich einfach nochmal neu spielen? Wie gesagt, ich kann. Ich hab's jetzt mal gemacht. So, jetzt kannst du reinkommen, Schatzi. Hier muss es was zu essen geben. Aber jetzt spielt er wieder das Tutorial ab, ne? Ja, hast du halt ein neues Spiel angefangen. Fängt halt wieder von vorne an, weil ich wollte dir gerade noch sagen, ich kann auf Fortran gehen. Ich bin da Spielerstufe 30, wie ich eben auch war, also. Ne? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt bin. Und besser. Ja, das dauert dann wieder ewig, bis ich dir beitreten kann. Sollte klappen. Gar nicht so schwer. Echt nicht, dass ich da reinkomme. Hallo? Irgendjemand hier? Vielleicht ist da irgendwas. Weil hier bei mir steht, ja, wegen Fortfahren, der Story-Modus enthält eine automatische Speicherfunktion und genug Zeit, um die Story und die Zusatzinhalte abzuschließen. Wenn du alles willst, kriegst du es hier. Du kannst jederzeit Kapitelauswahl wählen, um deinen Fortschritt zu einem Kapitel zurückzusetzen, das du abgeschlossen hast. Du behältst deine Charakterfortschritte, was die Herausforderung im nächsten Durchgang einfacher macht. Ah, also kann ich auch einfach auf eine Kapitel. Achso, weil eben stand da mit zurücksetzen, da habe ich das nicht gemacht, weil ich dachte, dann wäre alles weg, weißt du? Also kann ich das ja trotzdem machen. Ja. Warte, mach ich sofort.
Das steht bei mir bei Fortfahren. Ja, das war bei mir grau hinterlegt halt, ne? Hm. Warte mal, Kapitelauswahl. Jetzt gehe ich mal auf Kapitel, keine Ahnung, 7. Gefertigte Kombiwaffen 5. So. Dann versuch mal zu mir zu kommen, Schatze. Auf dem Weg. On my way. Ja, also wir haben noch alles, so wie es aussieht. Also können wir zwischen den Kapiteln jetzt hin und her fliegen. Ja, aber das brauchen wir ja nicht. Wir müssen ja nur die Dinger da einsammeln und so, ne? Ja, ja, klar. Ein Inventarplatz habe ich jetzt wieder. Mechanik. Oh, Errungenschaft. Meisterarchitekt habe ich jetzt. So, dann hätte ich spawnen, bitte warten. Gut. Ja, jetzt, ich kann jetzt bei dir spawnen. Ach so, weil dann war ich im Menü. Also ihr Tab. Okay, dann gib mir mal eine Waffe. Hier, ihr Schweine! Hm? Ich bist du. Ja. Juhu! So. Dann so. Gehen wir erstmal hier wegen. Wow, nur zwei Punkte, wirklich. Was? Nur zwei Punkte? Mhm.